Namaste, frohes neues Jahr und willkommen in meiner indischen Küche. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ich möchte dieses Jahr mit einem Linsenrezept beginnen. Es ist Panchmehl Dal. Dieses Rezept ist aus 5 verschiedenen Linsen zubereitet. Es ist gesund und hat einen besonderen Geschmack. Als Kind war dieses Rezept in meiner Familie sehr beliebt. Und ja, wenn euch meine Videos gefallen, dann bitte abonniert sehr gern meinen Kanal. Es hilft mir weiter und es ist kostenlos. So, jetzt fangen wir mal an. 35 Gramm rote Linsen, 35 Gramm Chana Dal, es ist geschälte und halbierte Kichererbsen, 35 Gramm Urad Dal, es ist ungeschälte und halbierte Uradbohnen, 35 Gramm Mung Dal, und nochmals 35 Gramm Mungdal und es ist hier ungeschälte und halbierte Mungbohnen. So, hier haben wir insgesamt 175 Gramm Linsen. Vielleicht könnt ihr auch andere Linsenkombinationen nehmen. 1 Teelöffel Kreuzkümmel, 1 Teelöffel Korianderpulver, 1 Teelöffel Senfsamen, Salz, 1 Teelöffel Chilipulver, 1 Teelöffel Kurkuma-Pulver, 1 Teelöffel Koriandersamen, eine Prise Asafoetida. Es hat einen sehr starken Geschmack und Geruch, deswegen ist eine Prise davon genug. Wenn ihr es zu Hause habt, dann versucht es hinzufügen. 1 Esslöffel Ingwer, 1 Esslöffel Knoblauch, 1 Zwiebel, 800 ml Wasser und 2 Tomaten. Zuerst waschen wir die Linsen ganz gut und für ca. 40 Minuten einweichen. Hier zerkleine ich die Koriandersamen, die brauchen wir später. Öl oder Ghee in eine Pfanne erhitzen. Halben Teelöffel Kreuzkümmel, Senfsamen. Zerkleinerte Koriandersamen und Asafoetida hinzugeben. Ganz kurz anbraten. Dann fügen wir Zwiebel hin und ca. 2-3 Minuten andünsten. Jetzt kommt Kurkuma-Pulver, Chili-Pulver und Korianderpulver hin. Ganz kurz anbraten. Dann fügen wir Tomaten und Salz hin und diese ganze Mischung auf mittlerer Hitze für ca. 10 Minuten anbraten. So, hier haben wir die eingeweichten Linsen. Die füge ich in einen Schnellkochtopf. Dann kommt Wasser, Ingwer-Knoblauch, Salz und Kurkuma-Pulver hin. Diese Linsen für ca. 15 Minuten im Schnellkochtopf kochen lassen oder in einem Topf, bis die Linsen weich sind. Und die Linsen sind schon gut gekocht. Jetzt geben wir die gekochten Linsen in diese Zwiebel-Tomaten-Masala-Mischung. Das Dal für ca. 15 Minuten auf mittlerer Hitze köcheln lassen. Jetzt bereiten wir mein Lieblingsteller zu. Ghee erhitzen, Kreuzkümmel hinzugeben, danach den Herd ausschalten und Chilipulver hinzugeben. Dies Teller sofort in den Dal gießen. Umrühren und zudecken. Lass es für ca. 10 Minuten lang stehen. Dies Teller bringt im Dal ein tolles Aroma und Geschmack. Ich empfehle euch unbedingt dieses Teller, es macht einen großen Unterschied. Hier habe ich Basmati Reis damit. Das Rezept ist auch auf meinem Kanal. Das sieht so lecker aus und riecht auch sehr gut. So, ich hoffe, euch das Rezept gefallen hat. Bitte versucht mal, dieses Gericht schmeckt extrem lecker. Die alle Rezepte sind unter in der Infobox. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!